Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Surviving Mars. Wir haben den Mars mittlerweile grün bekommen. Terraforming ist auf 100%. Wenn wir mal gucken, die Murmel, die ist blau und grün. Mit Atmosphäre und Wolken und alles toll. Hier ist nicht mehr Mars rot, sondern alles so, wie wir das wollten. Der Hammer. So, kriegen wir neue Leute ran. Wir gucken mal. Passagierrakete. 7 paar Touristen. Abflug. So, wir müssen gucken, dass wir hier Arbeitsplätze schaffen. Verlassen Mars, bla bla bla. Ankommende, neue Kolonisten, 10. 200 Millionen, neue. Überfällige Touristen, 50. Ah ja, die sollen die sich die Raketen selber suchen, wenn nicht, haben sie Pech. Dann irgendwann haben sie die marsianische Staatsbürgerschaft von ganz alleine. So, wir haben. Oh, 75 Arbeitslose. Krass. Wo sind denn die alle? Deine Ideen, passt mal auf. Und zwar, wir könnten theoretisch mit Fusionsreaktoren sehr viele neue Arbeitsplätze schaffen. Sehr viele sogar. Theoretisch hier an jeder Ecke. Dann hätten wir da auf jeden Fall erstmal ausgesorgt. Da wäre Arbeitsplatz ohne Ende. So, der hat jetzt keine Kabelverbindung, ne? Weil ich da nicht richtig geguckt habe. Machen wir es so, dann ist das schön. Hier oben vielleicht nochmal. So, dann könnten wir hier vielleicht noch so ein paar Farmen hinstellen. Warte mal, hier. Die Dinger. Die machen jetzt nicht viel Arbeitskraft, aber ein bisschen. Sind auch nur 3, ist aber nicht schlimm. Und dann legen wir hier erstmal eine Rohrverbindung rüber. Und Strom kommt hier auch noch lang gepackt. So, dann haben. Ey, hallo. So. Sag mal, jetzt aber hier. So. Genau. Dann kann das erstmal entstehen, weil wir brauchen unbedingt noch viel mehr Arbeitskräfte. Warte mal, die Kuppel hier hat deaktivierte Arbeitsplätze 25? Na, sag mal. Ja, das geht aber nicht. Ihr könnt hier alle Vollzeit durcharbeiten. Ja? Alle und immer bitte. Was ist das hier? So, nein! Mach das wieder weg. Warte mal, Produktion plus 20, Baukosten. Da. Doch, klar, können wir machen. So, hier laufen alle durch. Dann würden wir Arbeitsplätze wegnehmen. Das machen wir natürlich nicht. Skyscanning können wir nachts über auch, tagsüber auch machen. Hier auch. Was ist hier los? Freie Arbeitsplätze 10. Freie Arbeitsplätze 4. Freie Arbeitsplätze 8. 3. Freie Arbeitsplätze 9. Freie Arbeitsplätze 10. 15. Deaktivierte Arbeitsplätze 13. Wow. Wo denn? Können hier alle durcharbeiten. 13? 13 ist krass. Hier! Aha! Siehst du wohl. Was ist hier los? Freie Arbeitsplätze, freier Wohnraum ist hier auch noch. Na, siehst du. Hier läuft alles komischerweise. Wo war noch so ein Ding? Wo hatten wir noch so was hingestellt? Ja, wo waren das? Hallo? Research complete. Das ist schon mal schön. Landungstechniken fortschrittliche. Wo hatten wir. Da ist noch so eine Hütte. Die können hier auch alle arbeiten. So.
Ist aber immer noch nicht alles abgedeckt, ne? Krass. So, die sind voll am Tun. Die Reaktoren, die stehen. Der wird gerade gebaut, alles klar. Bereit zur Landung hat dabei ja nichts. Okay. Hier kommen noch mal 7 Leute. Hier sind abreisende Touristen dabei, alles klar. Ich möchte, dass hier rund um die Uhr gearbeitet wird. Sind wir schließlich Touristen, ja. So. Hier auch, rund um die Uhr bitte. Danke. Ich weiß, ihr mögt es nicht, aber ist mir egal. Hat den Vorteil, wir kriegen dadurch noch mehr Forschung. Gut, Kinder müssen jetzt nicht arbeiten, ne? Das kann zum Beispiel voll durchlaufen hier. Das auch. Und hier. Genauso. Okay. Hier ist noch eine frei. Hier wäre noch was frei. Casino ist ja schon doll dreckig. So wie den Anschein macht. Nicht so cool. Okay, hier wäre auch noch eine Arbeitsschicht verfügbar. Hier auch. Hier gleichfalls. Ja, immer ran. Ah, guck mal hier, 135 freie. Läuft doch. Dann haben wir gut gemacht. So, wir machen hier alle auf. Die können hier alle immer arbeiten, das ist mir egal. Immer ran. Okay. Oh Gott, hier wohnen Leute und die wollen hier auch alle wohnen, ne? Die haben übelst Bock drauf anscheinend. So, ich glaube, dann haben wir's. Ja. Okay. Jetzt passt er mit den Leuten noch fast wieder. Hier sind sie. Also guck mal hier, ist okay, da mehr arbeitslos. Das ist perfekt. 200 Millionen. Hier werden noch Apple entladen. Wir spulen mal vor. In der Zeit wird da hier unten hoffentlich alles fertig gebaut, oder? So, die Wasservaporatoren laufen. Ja, hier steht alles. Pass auf, dann müssen wir hier nochmal. Alle machen Gras. Alle machen Büsche. Alle machen Mischwald. So. Ja, ist für alle das Gleiche. Dann können wir hier nochmal ordentlich Botanik ballern. Hier ist noch Freiraum. Ist das der LKW oder was? Ja, der hat noch Sachen dabei. Ist ja krass. Packt das mal alles dahin. Ed-Trojaner. Ein Ed-Trojaner. So, ein Erd-Trojaner. Ist ja klar, ne? Ed-Trojaner. Wir haben einen bisher unbekannten Erd-Trojaner entdeckt. Diese Asteroiden haben eine ähnliche Sonnenumlaufbahn wie die Erde und sind erstaunlich energieeffizient zu erreichen. Das macht sie zu erstklassigen Kandidaten für den Rohstoffabbau. Wir haben die Details der Entdeckung an die Erde zurückgeschickt. Als Dankeschön haben wir uns eine Belohnung angeboten. Zurzeit brauchen wir vor allem eins, Geld. Du erhältst 2 Milliarden. Eine Nachschubkapsel reicht aus. Nein! Gib mir das Geld. 101 Milliarden. Wir brauchen weder die Nachschubkapsel noch das Geld. Wir haben einfach alles. Ha! 187 Wasser. Wir können hier noch einen See hinstellen irgendwo. Warte mal. Nee, da den und dann den. Passt der hier? Geht der hier? Kann man da? Macht das so. Hallo? Passt nicht. Dann nehmen wir einen kleinen See. Ein kleiner See. Okay, dann ein kleiner See. Noch nicht? Doch. So. Und hier nochmal. So. Und so. Machen wir hier nochmal 3 Seen. Warum auch immer. Warte mal, wir könnten hier vielleicht auch nochmal einen Kleinen machen, oder? Ja. So. Den Kanal haben wir eigenhändig graben lassen. Dann können wir auch ein bisschen Wasser anbauen. Na, schade, passt nicht. So wie ich mir das dachte.
natürlich doof. Dann stellen wir den nach da. Dann kommt da ein Rohr ran. So. Und noch ein Kabel hinterher. So. Perfekt. Und Abmarsch. Wann machen wir den schon verstärkt hier? Ja. Na, siehst du, es läuft doch. Dann können wir den Streifen hier unten auch noch schön grün. Haben wir noch ein paar Seen. Wasserproduktion läuft megamäßig. Der Bachelor Mars Episode 1, 200 Millionen. Und überfällige Touristen. Einer. Dann müssen wir mal gleich gucken, wie es aussieht mit den Raketen hier. Hier sind immer noch Äpfel drin. Die Lager sind voll, Leute. Die Nahrungslager sind schon wieder voll. Das ist ekelhaft. Warte mal. Wir müssen noch mehr Nahrungslager bauen. Das hilft ja alles nicht. Wir müssen den Quatsch irgendwo lassen. Also wenn einer verhungert, dann nicht wir. Kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Die kriegst du so schnell nicht mehr alle. Irgendwann bist du, glaube ich, auch an dem Punkt, wo du ja keine Kolonisten mehr holen musst von der Erde, weil du hast so viele eigene Leute, wo du nachher wirklich Stress hast, die alle unterzubringen. Also so einen Spielstand hatte ich schon, wo dann richtig abgeht. So, wir machen mal so eine richtige Nahrungslagerstätte hier. Ist halt nur blöd, wenn hier ein Meteorit drin hämmert, dann ist hier Feierabend. Was ist denn mit so einem Laser? Oh, ist noch abgedeckt. Von denen da. Egal, komm, wir stellen mal hier noch einen rein. Research complete. So. Beweise gegen die dunkle Materie. Was ist denn los? Beweise gegen die dunkle Materie. Bei unseren jüngsten Beobachtungen haben wir die Beweise gegen die Existenz dunkler Materie und für ein anderes Gravitationsmodell gefunden. Unser aktuelles Modell für die Gravitation kann die Geschwindigkeit, mit der wir Galaxien rotieren sehen, nicht vollständig erklären, was darauf hindeutet, dass sie mehr Masse haben als angenommen. An diesem Punkt kommt die dunkle Materie ins Spiel. Es gibt jedoch auch andere Modelle der Schwerkraft, die dieses Problem auf der Art lösen. Warte mal. An diesem Punkt kommt die dunkle Materie. Jetzt bin ich hier voll in der Zeile verrutscht. Entschuldigung! Andere Modelle Schwerkraft, die dieses Problem auf andere Art lösen. Und unsere jüngsten Beobachtungen scheinen zu bestätigen, dass eines davon besseres physikalisches Modell sein könnte. Unsere wissenschaftlichen Gemeinschaft ist unsicher, welches Modell der Schwerkraft sie von nun an verwenden soll. Was sollen wir tun, Commander? Wir verwenden weiterhin das etablierte Modell. Das sollten die Wissenschaftler untereinander klären. Verbessert die, Moral der Kolonisten für 10 Sols. Naja, siehst du. Abbau von Tiefenvorkommen. Wir sind mit der Forschung durch, ne? Eins haben wir noch. Dann. Warte mal, kann doch immer wieder erforscht werden, stand doch da. Ne, dann machen wir das so. Und so. Und so. Und so. Genau. Die Beeren können wir dann immer wieder neu erforschen. Dann haben wir den Forschungsbaum voll. Das ist ja der absolute Mega. 21.000. Und wir können auch auslagern. Das ist ja krass. It's a Mars, Baby! Überfällige Touristen. Ist hier jetzt alle? Los, lad die Raketen aus, Mann. Hier kommen noch 7 Leute. So. Hier werden Lager gebaut. Dass wir noch mehr Nahrung einlagern können. Oh, guck mal, wie krass. Wie viel einfach. New colonists have arrived. Supi. So. Ist die Hütte hier leer? Ja, hier sind Touristen drin. Abflug. Die wird richtig Kohle bringen, die Rakete. Hier sind auch keine Äpfel mehr drin. Abmarsch. Fast eine halbe Milliarde. Ist okay. Zuwachs für kleine Entdeckungen. Touristen. Was ist das hier? Ach du Scheiße, das lese ich mir jetzt nicht alle durch. Kannst du ja vergessen. So,
The Gossip Domes, 100 Millionen, neue Kolonisten, neue Touristen, Okay, Nahrungsproduktion ist plus minus Fensterkreuz, okay. Wir haben sehr viele Arbeitsplätze, oh, warte mal, da können die Schichten noch hochfahren, nee, ist so ja schon alles. Hier machen wir Ziege. Hier machen wir Schwein, hier machen wir Kuh. Hier machen wir Strauß, dann machen wir Ziege und dann machen wir wieder Schwein. Hier machen wir Kuh und Strauß und Ziege. Ja. So. Hier läuft. Stromproduktion müsste eigentlich gut sein, oder? Wir machen hier 78, 64, 74, 240, 62, 58. Okay, also freie Arbeitsplätze haben wir ausreichend, derart viel und mehr als genug. Die Dinger laufen auch, alles klar. Ja, hier unten läuft eigentlich auch alles, ne? Was ist denn mit den Dinger? Die laufen sehr schon voll, ne? Die sind alle gebaut. Die Seen laufen voll. Geil. Haben wir noch Rohstoffe, die wir angraben können? Was ist denn das hier? Achso, steht bereit zum Start. Da müssen wir uns gleich mal drum kümmern. Hier unter der Erde sind wieder so Dinge passiert, ne? Nicht funktionierende Gebäude. Warum? Metalle sind halt voll. Okay. Edelmetalle. Oh nein. So. Die Metalle haben wir noch nicht angegraben hier. Sollten wir das tun? Ich weiß es nicht. Insgesamt auf der Karte. Das ist ausreichend eigentlich. Mehr als genug sogar. So, was ist denn hier los hier? Wir holen hier Wasser aus der Erde. Und hier liegen noch ein paar Metalle rum. Aber schon krass, wie man sich jetzt um nichts mehr kümmern muss. Ne? Ist sehr, sehr entspannt. Guck mal hier, die Saatgutlager sind alle voll. Wir haben noch 3500 die Steine zu füllen. Es werden wieder mehr. Und die laufen hier alle, ne? Die haben alle zu tun. Die machen Research complete. Alle Beton. Wir brauchen die auch nicht verstärken. Fertigbau. Rückbau. Wir sind mit der Forschung durch. Was wir jetzt machen können, ist immer wieder die gleiche anstoßen. Sag mal, wird das immer teurer? Na klar. 16.000, 7.000. Okay. Neue Ausstrahlung, Geldmittel erhalten, 200 Millionen. Freunde, wollen wir uns mal den Meteoriten zuwenden? Was ist denn das hier? Haben wir hier noch irgendwas? Meteoritenfänger, ne? Könnten wir aussenden. Müssen wir aber nicht. Besondere Mineralien sollten wir machen. Okay, also. Asteroiden der Klasse S sind der zweithäufigste Typ und bestehen meist zu einem Großteil aus besonderen Materialien und Metallen. Aber auf diesen Asteroiden gibt es niemals Wasser. Es war reines Glück, dass wir diesen Asteroiden überhaupt entdeckt haben. Irgendwas an ihm stört unsere Scanner, sodass wir ihn fast übersehen hätten. Drei Vorkommen. Phobos 1. Vorbereiten. Ach du Schande. Fertigbauten, was machen wir denn da? Drohnen will ich mitnehmen. Angefordert. Nimm mal Zähne mit. Ich habe keine Ahnung, was wir brauchen. Eine Treibstoffraffinerie wäre cool. Haben wir nicht. Zurück, dann nimm bitte Treibstoff mit. Ach, warte mal, nimmt er automatisch mit, ne? Maschinenteile.
10, nehmen wir mal 20. Okay, ist voll das Ding. Ja. Was ist das hier? Da stand doch 1. Vorgefertigte Teile, die zum Bau bestimmter Gebäude auf dem Mars benötigt werden. Wir haben eh einen Fertigbau. Aber warten. Aktuell. Zero. Hier. Ach, haben wir sowieso. Okay. Dann nehmen wir Metalle mit. Forderung. Macht er das jetzt voll? Ja. Angeforderte Ressourcen werden eingeladen. Das ist ja perfekt. So, pass auf. In der Zwischenzeit würde ich mal gerne... Wo waren das? Hier nicht. Was fehlt denn noch? Alle Sponsorenziele haben wir nicht. Die Arbeiter sind in Werkstätten. Naja, weil wir viele autonome Fabriken haben, deswegen, ne? Aber 10.000 Forschungspunkte, das wäre schon der absolute Obergau. Wir haben nur zwei Dinger nicht hier. Alle Sponsorenziele haben wir nicht. Warte mal. Transport. Was ist hier? Auslastung. Wie viel haben wir in 17? Ich würde gucken, dass wir überall 25 kriegen. Ist das okay? Okay, jetzt haben wir gerade keine mehr. Ja, guck mal hier die ganzen Drohnen-Hubs. Da können wir noch sehr, 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 sehr viele produzieren. Okay. Wir gucken mal, was passiert. Bauen, 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 bauen. Asteroidenländer. Automatisiert. Da. Na, mal gucken. Das Ding ist gleich startklar, ne? Research complete. Das Ding ist startklar. Ein Blick ins Ungewisse, ja. Wir schauen mal. Ein Blick ins Ungewisse. Ein Mitglied der Beobachtungsteams kam auf uns zu und sah ziemlich durch den Wind aus. Grund war die Beobachtung eines Phänomens, das sich als Fenster in ein Paralleluniversum beschreiben lässt. Okay. Klingt sehr mysteriös. Das schauen wir doch mal. Der Forschungsleiter hat keine Erlaubnis erteilt, weiter zu forschen und führt die Beobachtung auf eine Störung der Messinstrumente zurück. Wir wurden gebeten, die Entscheidung des Forschungsleiters zu überstimmen und grünes Licht zu geben, damit sie dem Phänomen auf den Grund gehen können. Klar. Oh. Die weitere Untersuchung des Phänomens hat zu neuen Erkenntnissen über die Natur unseres Universums und die Möglichkeit multipler Dimensionen geführt. Effekt 1000 Forschungspunkte. Na, siehste. So. Das ist jetzt teurer, ne? 8400. Ja. Da können wir halt jetzt immer, was generieren wir denn hier? Geld. Das ist genau das, was wir nicht brauchen, ne? Funding received. Funding received. Haben wir eine Rakete stehen? Ja. Sind die Touristen drin? Nein. Willst du nach Hause fliegen? Ja. Willst du was machen? Warte mal, Starship 2. Wollen wir Asteroiden holen? Komm, ist ja egal. Abflug. Wir haben eh nichts weiter zu tun. Dann lass die mal machen da. Die nächste Kohle kommt. Haben wir eine Rakete zu Hause? Ja. Oh. Oh, viele Touristen, ne? Starten. Also, warte mal.
Was? Wir haben Obdachlose? Wir haben 151 freien Wohnraum. Trotzdem starten. Natürlich. Wo sind die ganzen Obdachlosen? Warum seid ihr obdachlos? Seid ihr doof oder was? Sind die Hütten alle voll? Wir haben doch freien Wohnraum. Okay. Muss ich nicht verstehen. Ja, dann bauen wir neue Apartments. So Kantinen, Freunde. Keine Ahnung warum, aber ist halt so. Na dann mal ran. So. Und so. Und so. Und so. Dann machen wir hier drüben auch noch voll. Komm. Dann kriegt ihr hier noch einen Jatten. Zack. Und zack. Da läuft die Sache. Phobos 1 hat Eureka erreicht. Klicke hier, um die Landung vorzubereiten. Na, da schauen wir doch gleich mal. 46 Obdachlose? Warum? Wir haben so viel freien Wohnraum. Freie Wohnplätze, freie Seniorenplätze. Oh, wir haben viele freie Seniorenplätze, ne? Aber, trotzdem. Müsste locker reichen. Was ist denn hier schon wieder los? Seid ihr alle doof oder was? Pass auf. Dann bauen wir hier auch noch ein paar Häuser rein. Ein bisschen Apartment muss sein. Da stellen wir hier noch ein paar Häuser rein. So, entschuldigt. Das nach da. Und den Jatten nach da. Sehr schön. Eventuell gleich hier nochmal. Das ist halt das Ding, was ich letztes Mal, oder doch, was ich letztes Mal meinte. Irgendwann wirst du den Leuten hier nicht mehr her. Weil die einfach Überhand nehmen. So, jetzt müssen die ganzen Hütten erstmal gebaut werden, ne? Dann haben wir aber, na, guck mal, die ersten sind schon im Bau. 10, 20, 30 Leute kriegen wir dann schon mal weg. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. 170. So, in so ein Ding können nämlich 14 Leute wohnen. Mehr so ja noch. Perfekt. Hey, warte mal. 10. 14. 14 mal 3, ja? 8, 6, 12. Was schwingt doof? Doch. Ausreichend. So. Na, jetzt schauen wir doch mal. Anomaly found. Research complete. Ja, Leute, wir sind auf Asteroiden. Das ist ja der Hammer. Und ich weiß nicht, wie wir das hier machen. Wie geht das? Wir haben kein Länder, wir haben ja nicht Beine. Wir können ja nicht erforschen. Das ist ja mega cool. Hier waren wir noch gar nicht. 4 Anomalien. Boah, wir haben keinen Erkunder. Verdammte Hacke. Komm, lass mal landen. Wir können ja auch nicht rauszoomen, wir bleiben hier. Ich will die Metalle ja nicht haben. Das sind nur 60. Ich will den Quatsch hier haben. Ein unterirdisches Vorkommen besonderer Mineralien. Es kann mit einem Extraktor für besondere Mineralien abgebaut werden, der von Kolonisten betrieben wird. Echt jetzt? Automatik Micro-G-Extraktor. Micro-G-Abbaustation. Treibstoffraffinerie. Jo. Hallo! Ach Gott, was ist denn hier los? Kannst du was erforschen? Nee. Pass auf. Eine vollautomatische Anlage, die jede Art von Ressourcen aus dem inneren Asteroiden. Cool. Das will ich. Braucht der was? Warte mal. Oh oh. Ich fürchte, wir haben ein Problem, ne? Wie viel haben wir denn? Wir haben 21 Metalle.
Oh Gott, wir haben so viel zu erforschen. Ist ja ekelhaft. Können wir hier ein Kabel rüberbauen? Ja, das geht. Oh mein Gott. So, ein Universallager. Ein Drohnenabwehr, cool. So weit geht nicht, oder? Doch. Oh, wir müssen mit den Metalle haushalten. Was ist denn das hier? Ah, der geht relativ weit. Wir brauchen noch so ein Ding. Warte mal, wir lassen die hier mal bauen. Research complete. Der braucht Strom. Wie viel Strom? 6. Läuft. Wir extrahieren. Geil, Leute, wir sind auf dem Asteroiden und wir holen so Sachen. Guck mal, die fummeln das hier schon raus. Hier sind auch nochmal 8. Hoho, cool. Und ich hoffe, die bringen das alles in den Länder rein. Sieht auf jeden Fall erstmal so aus. So, warte mal. Gelandet. Wir haben es geschafft. Es ist wichtig, das Zeitfenster im Auge zu behalten, das uns für diesen Asteroiden noch bleibt. Wenn die Zeit verstreicht, können wir nicht mehr zum Mars zurückkehren und alles, was auf dem Asteroiden verbleibt, wird für immer verloren sein. Die Asteroidenländer müssen beladen mit ihrem Treibstoff befüllt sein, ehe unsere Zeit um ist. Um das Beladen zu erleichtern, wurden für alle Asteroidenländer die Option automatisches Beladen aktiviert. Damit werden alle nicht verwendeten Ressourcen verladen. Keine Sorge, wenn etwas Neues gebaut wird, sie in einem Depot verladen werden, sollen irgendwo sonst gebraucht werden, werden sie wieder entladen. Okay. Aber erstmal konzentrieren wir uns darauf, so viele besondere Mineralien und andere wertvolle Vorkommen wie möglich zu finden und abzubauen. Okay. Tanke, Zielort, bla bla bla, bereit. Wie, ist der schon voll? Warte mal, mach mal langsam. Wir haben 23 Polymere. Wir upgraden das Ding mal. Können wir hier was verändern? Vorhergesagt. Was ist das hier? Fortgeschrittene Materialien, die... Was Priorität? Mehr. Kannst du nicht noch mehr mitnehmen? Verstehe gerade nicht. Der ist voll. Warte mal. Zum Mars zurückkehren. Kein Ziel festgelegt. Erweitertes Frachtmodul. Ja. Wir sollten zum Mars und noch so ein Ding bauen, oder? Das sind hier, sind hier alle Apartments fertig? Ja, wir haben keine Obdachlosen mehr. Das ist doch schon mal sehr schön. Zuwachs für kleine Entdeckungen. Wir konnten eine neue Bilder von Galaxien machen, bla bla. Ey, geil, der übt Forschungspunkte. Ist ja der Hammer. So, warte mal, wo wollte ich denn hin? Hier wollte ich hin. Sind hier noch Obdachlose? Nee, kann ja nicht. Dann würde ich die hier alle immer upgraden. Feinstes Regenwetter haben wir hier. Wenn die Häuser auch mal sauber, ist ja schön. Passagierrakete. Starten. Trotzdem starten. Starten. Verstehe ich nicht. Klar haben wir Platz dafür. Mehr als genug. Wir bauen ja geradeaus. Wie verrückt. Lass die mal kommen. Der passt doch mit der Sonne. Ist so geil. Warte mal. Ich wollte hier so ein Ding bauen. Los, kleb mir so eine Gurke zusammen. Research complete. Ich meine, ist egal.
Aber eigentlich brauchen wir es nicht, ne? Wenn wir keine aktuelle Forschung haben, ist jetzt nicht schlimm. Nicht funktionierende Gebäude, weil ist halt alles voll. Klar, kann ich ja verstehen. Können wir nicht auch... Halt, stopp. Du hast keinen Strom? Na, warte mal. Ah, weil die Kollektoren zu sind. Da können wir... Na klar. Warte mal. Strom. Eine Batterie. Jetzt haben wir hier so eine Rohstoffe und können die nicht einsammeln. Das ist natürlich klasse. Funding received. Aber so richtig mit dem Dings hier versteht ihr doch nicht. Geforderte Nutzlast Automodus. Lade ab. Warte mal. Ah. Beton. Die Dinger sollst du alle einpacken, ja. Nimm einfach alle. So. Müsste es eigentlich gehen, oder? Resources are low. Ja, Strom ist erledigt, ich weiß. Aber wird ja hoffentlich bald wieder Tag, oder? Perendi BB2 Asteroiden der Klasse M bestehen vor allem aus Metallen und Edelmetallen, enthalten aber meist auch Polymere und Wasservorkommen. Darüber hinaus würden diese Asteroiden irgendwelche Messwerte gezeigt. Ba, 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 ba. Erforschen die das hier? Warte mal. Na klar! Oder nicht? Die schweben, die hovern. Guck mal, wie geil. Oh, wie cool. Die Drohnen, die fahren jetzt nicht mehr, die schweben. Haben wir den so erforscht, ja? Wie viel hatten der hier drin, ne? Status. Der braucht 35? Geforderte Nutzlast. Warte mal. Der solltet nicht B laden. Der solltet hier aber rüberschieben, dass er wieder nach Hause fliegen kann. Ich hoffe, ihr geht gleich die Sonne wieder auf. Warte mal, wie lange haben wir den noch? Steht hier nicht. Wer bist du? Den will ich nicht. Haben wir hier auf dem Mars neue Länder? Ja, hallo. So, hier kommen mit. Ein Erkunder. Warte mal, wir können ja so eine Dinger bauen, ne? Bam, bam, bam. Ein LKW wäre nicht schlecht. Warte mal, wir können ja unseren LKW holen hier. Der soll mal herkommen. Hier haben wir auch noch einen Erkunder, der kann auch noch herkommen. Hier wollen 32 Leute landen. Das machen wir mal hier hinten. So. Shuttle sind überlastet. Das denke ich mir.
Ja, 4 Drohnen sind die okay. So. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das denke. So, hier landen die nächsten. Da kommen sie gerade. Guck mal, hier oben ist nicht so diesig. Hier oben ist richtig schön bei Regen. Macht der hier Steinzapfälle? Ja. So, komm, leg mal los. Wir upgraden das Ding hier mal. Dann haben die was zu tun. Wir können hier eine Bürste bauen. Wenn ich mir eine Drohne hab, so angucke, das arme Ding. So. Da kommen sie rausspaziert. Sind auch Touristen dabei, ne? Glaube ich. Ja. Aber ohne Raumanzug ist schon cool. Guck mal hier, Berge von Äpfel. Eingelagert hier, also Nahrung, ne? Die Hotels direkt an Ort und Stelle, überall ist Wald und... Das ist schon ein krasses Bild vom Mars irgendwie. Sehr, sehr cool. Die fällt mir außerordentlich gut. So. Wurde hier schon mal gebaut? Nein. Maschinenteile-Lager ist fast voll. New colonists have arrived. Na, siehste. So. Das kriegen wir doch alles hin. Was haben wir denn hier? 1390 auf dem Mars geboren. Boah, wir brauchen bald keine Leute mehr holen, ne? Die kriegen wir alle selbst abgedeckt hier. Research complete. Der wird halt immer krasser. So, was ist denn jetzt hier? Ich weiß nicht, wie lange haben wir den hier noch? Steht hier irgendwo eine Zeit? Was fehlt denn? 16 Strom? Hör mal auf! Haben wir überhaupt noch Metalle? Ne, wir haben ja keine mehr. Aber er produziert, er hat gerade was gemacht. Was ist denn das hier? Rückbau. Also wir können alles wieder mitnehmen. Das kann auch überhand nehmen hier, die ganze Geschichte, ne? Neue Planetenanomalie. Das schauen wir doch mal. So, was haben wir denn hier? Wolkensaat. Oi, Forschungsfortschritt. Neue Technologien, ferngesteuerte Erkunder. Aber eigentlich... Ich will mal auf den Asteroiden hier runter. Mal gucken, was wir machen können. Schon wieder kein Strom nicht. Mano. Metalle sind alle. Ja. So, jetzt stehen die Hütten alle. Der hier. Erweitertes Frachtmodul. Wir werden die mal alle upgraden. Mal gucken, ob das so läuft, wie ich mir das denke. Dann können wir nämlich coole Materialien hierher holen. Krass, was der teuer wird. Nur für Geld und das brauchen wir eigentlich wirklich nicht. So, warte mal, hier kommen nochmal Leute. Research complete. So. Was war denn das gerade?
35 freie Wohnplätze, sind 56. Aber wir können mal ordentlich upgraden hier, ne? Ist hier gerade ein Grafikfehler? Na klar. Naja, Baumarkt passt schon. Dann haben wir auf jeden Fall genug Wohnraum, möchte ich sagen. Wer würde hier weiterbauen? Die haben alle so Grafikfehler gerade hier, ne? Oh, da fehlt die untere Etage. Okay. So. Wir machen mal langsam. Ich weiß nämlich nicht, wie lange wir den noch haben hier. Fahren die da jetzt hin? Maß. Nehmen wir den auch noch mit. Können wir den da zuweisen? Fahren die denn da hin oder fahren die da jetzt rein? Ne, die fahren da nur hin. Warte mal, nehmen wir noch ein paar Metalle mit. Werden die jetzt beladen oder nicht? Kein Ziel festgelegt. Wir wollen zu Eureka. So. Eigentlich losgehen, oder? Angeforderte Ressourcen werden eingeladen, ja. Na, mal gucken, ob das was wird hier. So, kommen ein paar Metalle und dann geht los. Die Drohnen haben echt Stress. Warte mal, wir gehen nochmal hier hin. Transport. Okay, sind wieder alle. Alles klar. So, Abflug. Bin ja mal gespannt. So, wir gehen hier rüber. Hier wird produziert. Jetzt nicht mehr. Wie viel haben wir hier an Bord? Wie viel passt denn hier auf? Oh, krass. Was ist denn, wenn wir so für Auto umschalten? So, das Ding fliegt hier gerade her. Ist er hier das? Ja. Phobos 1 ist das Ding hier. Na, mal gucken. Resources are low. Neugier 1 hat Eureka erreicht. Research complete. Cool, na dann lande mal. Irgendwo hier mangt ein Zeug. Hallo? Da geht. Okay, also mit den Asteroiden, das ist schon interessant hier. Dann könnte da rausgeschuft werden. Hier liegen sie auch noch mit. Ach Gott, hier liegen noch Metalle rum. Das ist immer voll geil. Da können wir alles erforschen.
Wir werden hier richtig forschen. Na komm. So lande es. Du machst dich bitte sofort auf die Spur. Du auch. Du auch. Du auch. Du nimmst die Metalle auf. Ah, sieht schon cool aus. Seid mal ehrlich. Irgendwie fetzt das schon. Was ist das hier? Ach du Scheiße, so übelst viel von allem. Echt, jetzt bist du so doof. Komm rum. So. Die Drohnen sammeln das weg. Warte mal, wir müssten hier vielleicht auch nochmal umschalten, ne? Automatischer Modus. Den ganzen Quatsch können wir zurücklassen hier. Viel lieber wären mir so eine Sachen hier. Fordern. So, und erforschen, forschen, 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 forschen und abbauen. Los. Wir haben 12 Strom. Jetzt mit immer doch. Ah, war mit. Aber er baut doch Metalle ab, oder nicht? Er macht das hier. Okay, wie lange sind wir denn hier eigentlich? Oder wie lange können wir denn hier bleiben? Das ist auch sehr interessant. Gravitations. Was? Entdeckung. Astronomen auf dem Mars und auf der Erde sagen voraus, dass uns bald Gravitationswellen von 2 verschmelzenden schwarzen Löchern erreichen. Wissenschaftler von der Erde schlagen vor, dass wir mit ihnen bei ihren Studien zur Gravitation zusammenarbeiten. Sie erklären, dass ein größerer Abstand zwischen den Messgeräten ihnen erlaubt, ihre Theorie genauer zu testen. Wir müssen lediglich einige unserer Instrumente neu kalibrieren. Was sollen wir tun, Commander? Solange sie uns für unseren Mehraufwand bezahlen, das wäre eine gute Gelegenheit, unser Wissen mit ihnen zu teilen. Geld wollen wir nicht, wir wollen bloß Forschungspunkte. Apropos Forschung. Was ist hier mit Auslagern? Jo, sind wir noch dabei. Wir machen da, Alter. Teuer das. Und los. So, er sammelt hier fleißig Metalle. Ist voll. Anomaly found. Cool. Anomaly analyzed. Dann zur nächsten und zur nächsten. The analysis tells us that we found iridium-rich sulfides. That's a real rarity on Earth. Die Messwerte der Analyse deuten darauf hin, dass wir iridiumreiche Sulfide entdeckt haben. Das ist einer der seltenen Metalle auf der Erde. Der Einfallsreichtum der Menschheit hat eine Vielzahl an Geräten hervorgebracht. In unserer wachsenden Kolonie haben wir uns auf etwas viel Einfacheres und Wichtigeres konzentriert. RTGs. Kostenlose Energie für alle. Ja, wir haben... Research complete. Anzeichen organischer Materie. Erstaunlicherweise haben wir 2 organische Zeichen organischen Lebens auf unseren Asteroiden gefunden. Wir haben organische Moleküle entdeckt, die zu den Grundbausteinen des Lebens, wie wir es kennen, gehören. Das ist zwar kein direkter Beweis für intelligentes Leben, wirft aber die Frage auf, wie diese Materie hierher kam. Es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber eine solche Entdeckung ist monumental. Wir sollten die Untersuchung dieses Asteroiden fortsetzen. Ja. Aber ja. Forscht. Forscht, meine Erkunder, forscht. Forscht. So, wir brauchen ja noch mehr Abbaudinger. Ein Metallextraktor. So. Los. Strom brauchen wir auch. Ein Akkumulator. Haben wir noch Polymere? Ja, mehr als genug. Dann können wir wenigstens noch einen Strom speichern irgendwie. Ja.
eingebaute Ding da. Strom. Okay, dann noch eine Batterie. Und ein Kabel für alles. So, und Abmarsch. Die hauen hier alle. Die berühren den Boden nicht, die haben alle so... Die schweben alle, ist ja voll abgefahren. Ist ja mega geil. Hey, sind alle verkabelt und dann doch nicht. Mehr organische Materie. Wir brauchen hier Maschinenteile. Da haben wir aber welche von. So, komm mal hierher. Halt. Du darfst sie entladen und Maschinenteile mitnehmen. Also der LKW ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig gerade, merke ich. Vor allem die Dinger, die müssen wir unbedingt abbauen. Hier ist noch so viel davon. The rover went dark for 5 hours. When it rebooted, it confirmed it had come into contact with an unusually high voltage electrical charge. Okay. Der Kontakt zum Rover ist für 5 Sekunden abgerissen. Anschließend hat er sich neu gestartet und bestätigt, dass er mit einer ungewöhnlichen Hochspannungsladung in Kontakt gekommen ist. Effekt. Der ferngesteuerte Erkunder hatte eine Fehlfunktion. Er muss von Drohnen repariert werden. Kosten der folgenden Technologien um 50% verringert. Low-G-Antrieb haben wir alles schon. Automatisiert Sensoren. Sensortürme benötigen keinen Strom und müssen nicht mehr erwartet werden. Und wir kriegen Geld. Mehr organische Materie. In Anbetracht der Menge an Spuren und organischer Materie, die wir finden, wird es immer schwieriger, keine Spekulation anzustellen. Wie ist so viel davon auf diesen kargen Felsen gelandet? Warum haben wir keine ähnlichen Spuren auf anderen Asteroiden gefunden? Na, weil der erste ist, wo wir hingeflogen sind. Und die wichtigste Frage ist, dass der Beweis, dass wir nicht allein sind. Wir müssen diese Asteroiden weiter nach Hinweisen absuchen. Jede Probe bringt uns Antworten auf unsere Frage. Da ist noch was. Das ist der LKW, verdammte Hacke. Der sollte hier abladen. Der da. Da. Ach ja. Ja, jetzt baut es doch mal. Research complete. Research complete. So, und Polymer reinladen. Ach ja. Treibstoff, nee. Treibstoff wollen wir nicht. Ein Unilager. So, packt mal alles aus. Ein Bild machen. Unsere Forschungsteams spekulieren aufregend über die Bedeutung unserer Funde. Einige behaupten kühn, es wäre der Beweis für intelligentes Leben, während andere zurückhaltender sind. Bla bla bla. Bleiben wir bei den Fakten. Es ist zu früh, um groß zu spekulieren. Alle Wissenschaftler erhalten einen Moralboost, stellt die Probe im Museum aus, selbst wenn sie zu klein ist, dass man sie mit bloßem Auge erkennen könnte. Alle Touristen erhalten einen Zufriedenheitsbonus. Dies ist offensichtlich ein Zeichen von den frühen Versuchen Gottes, die Menschheit zu erschaffen. Gar nicht. Ihnen wird so oder so irgendeine bizarre Verschwörungstheorie einfallen. Ja. Anomaly found. Geil, das ist die nächste. Und hin.
und hin. Und da. Und du nach da. So, jetzt baut den Quatsch hier. Der LKW hat ausgeladen, oder? Ja, jetzt wird extrahiert. Zack. Hallo? Achso, Beton fehlt. Verdammte Hacke. Ja, mit einem Akku wird schwierig. Naja. Upgrades wie Polymere. Jo. Der 9. Planet. Wir haben die Existenz des vermuteten 9. Planeten in unserem Sonnensystem bestätigt. Astronomen hielten seine Existenz aufgrund der Bewegung von Asteroiden und anderen Objekten in unserem System für wahrscheinlich. Er ist etwa 7-mal so groß wie die Erde und seine Umlaufbahn ist etwa 650-mal so weit von der Sonne entfernt. Seine Herkunft ist noch umstritten, aber die Bestätigung seiner Existenz ist bereits monumental. Die Forscher bitten darum, die Entdeckung zu kommentieren. Wir wussten immer, dass er da draußen ist. Es war nur eine Frage der Zeit. Der Pluto ist doch der 9. Planet, oder? Die Öffentlichkeit informieren. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist fassungslos über deine Ignoranz. Hallo? Von der Erkenntnis getroffen, dass die Allgemeinheit nicht so gut informiert ist, wie sie gehofft hatten, verdoppelten sie ihre Anstrengungen, damit alle etwas dazulernen können. Deine Unwissenheit erweist sich als eine gute Sache. Na siehste, was ist denn los? Die Moral der Kolonisten wird für 10 Sold verbessert. Cool! Anomaly found. Ja. Los, Abmarsch. Außerirdischer Schrott. Wenn wir keine detaillierten Untersuchungen des Asteroiden vorgenommen hätten, hätten wir es glatt übersehen. Im Gestein des Asteroiden haben wir wichtige Teile gefunden, die von einer Titanhülle stammen könnten. Die ersten Analysen deuten darauf hin, dass dieser Teil mindestens 1 Million Jahre alt ist. Alter. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass sich noch mehr Teile auf dem Asteroiden befinden. Unsere Forschungsteam hoffen, etwas Aufmerksamkeit zu finden. Blablabla, Suche fortsetzen. Ja. Was hier abgeht. Ist ja der Hammer. So. Wir haben ja keinen Strom, Leute. Das ist Käse. Wie lange können wir denn eigentlich noch auf dem Ding hier bleiben? Ich hoffe, so lange, bis er abgeerntet ist hier, oder? Ich hoffe ja. Schauen wir mal. Warte mal, der hat immer noch den Strom. Aber wir können hier nicht noch einen Länder landen lassen, oder? Das wird dann ein bisschen knapp vom Platz und so. Ach, verdammte Hacke. Ach du Schande. Was ist denn hier unten auf der Erde los? Also, Marsbeben. Seht ihr Satellit? Hunger! Was? Our colonists are starving. Wo denn? Warum denn? Jetzt hör mal auf zu spinnen. Hier verhungert ja keiner. Jetzt sieht er los. Lebensmittelgeschäft. Und hier noch mehr. Lebensmittelgeschäft. Die wird nicht verhungert, dass er klar ist. So. Meteoritenfänger. Nein. Die haben nichts dabei. Will landen. Nutzlast? Ja, nichts. So. Du? So, der will hier wieder Heilkartoffeln. Was mit dir? Du hast nichts dabei. Abflug. Touristen? Ja. Touristen? Nö. Egal. Abflug. So. Freunde, wir müssen gucken. Alter, wir haben fast 1 Milliarde gekriegt. Verhungern ist hier nicht. Habt ihr verstanden? So, wir machen mal Research die ganzen... Complete. Ah, vielleicht weil die nachts nicht essen konnten, wa? Das kann natürlich sein. Warte mal, wir öffnen mal überall nachts die Läden hier.
So. Sind die Hütten schon alle gebaut? Ja. Okay. Jetzt dürften aber alle was zu fressen haben, oder? 23... Was? So, wir müssen die Buden hier nochmal aufstocken. Und... ja. Dann gehen wir beim nächsten Mal hier auf den Asteroiden nochmal ein bisschen weiter. Außerirdische Satellitenschrott. Wir haben 15... Okay... Satellitenüberreste. Unsere Bemühungen haben sich bezahlt gemacht. Wir haben Überreste von etwas geborgen, das unsere Wissenschaftler für eine außerirdische Satelliten halten. Die verwendete Technologie scheint uns recht ähnlich zu sein. Es wurden viele ähnliche Materialien und Schaltkreise benutzt. Die Frage ist, was mit ihm passiert ist und wie er auf diesen Asteroiden gelandet und vor allem ausgerechnet auf den. Na klar. Wir können die gesammelten Informationen zur Zusammenstellung der Satelliten nutzen, um unseren Scanner nach weiteren Proben suchen zu lassen. In Einzelteilen zerlegen. Elektronik ist ein wertvolles Gut. Du gewinnst so viel wertvolle Daten wie möglich, egal was dabei mit dem Fund geschieht. Analysiert seine Bestandteile, sodass wir ihn nachbauen können. Anomaly found. Ja! Es kann geforscht werden. Also hat Vorteile, dass wir so viel von den Dingern mitgebracht haben, oder? Sind alle unterwegs? Ja, alle machen was. Okay, wir haben... hier haben wir drin 28, hier haben wir drin 2. Naja. Ich will ja eigentlich bloß die Dinger haben. Den Rest will ich ja nicht. Wir können alles hier stehen lassen. Ich will nur diese komischen Rohstoffe hier haben. Und wenn wir das hier leer friemelt haben, können wir das ja rückbauen. Dann gehen wir weiter und dann bauen wir das hier wieder hin. Hoho. Wir schröpfen das hier schon. Das kriegen wir hin. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir den Geheimnissen hier weiter auf die Schliche kommen. Ereignisvolle Aufzeichnung. Bla 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 bla. Okay. So, jetzt ist aber Schluss für heute, Freunde. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht ihr Quatsch und Rinnehauen.